Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Anwesende Herren, anwesen. Ja. Und Herren. Das ist schön. Das ist schön. Na los, Jake, lass knacken. Was denn? Na, die Begrüßung, los. Ja. Habt ihr den schon aufgenommen hier? Ja. Ja, sind schon fertig. Na schön, dann brauche ich ja nichts mehr sagen. Also vielleicht, hallo, servus, grüßt Gott zu Haus, herzlich willkommen zurück zu Race 07, den Streckenvorstellungen von A bis Z, von 1 bis 200, 181.000. Und mit dabei ist der Valbo. Servus und hallo. Und der Joker. Juhu. Und der Jake natürlich. Ja, und eigentlich hatten wir auch noch den Kenny erwartet, der stößt dann vielleicht gleich noch in unser Auto hinein, in die Konfi dazu. Und ja. Wir befinden uns wieder mal in Frankreich. Ja, stimmt. Eine Strecke, die ziemlich nah vor Michi liegt, wie wir gestern erfahren haben. Grüße. Ulrin, sag ich einfach mal. Weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Da ist eine Darkstock-Werbung. Ich bin doch damals in der ersten WM, die wir probiert haben. Och, jetzt ist es wie... Ich hoffe, ihr habt Regenreifen. Ja, aber ich habe mal wieder kein manuelles Getriebe. Warum stellt der das jedes Mal zurück? Das geht mir so oft in Senkel. Ach Gott. Ich häng mich mal in den Slipstream vom Jake. In Slip. Jetzt hänge ich mich ins Heck vom Jake. Knall. Da schiebt der Jake mit weg. Naja, so wie der Michi es gestern mit ihm in Bowmanville gemacht hat. Jo, zack, man. Boom. Mit der Wehrlein. Der Wehrlein in Friends Hatch. Noch nie gefahren, die Strecke, hoppala. Ich glaube, ich bin so vielleicht bei Fahren. Weg. Gefahren. Vor X Zeiten. Aber. Oh, weg. Oh Gottes Willen, was geht denn hier wieder ab? Ach, ich spiele Wreckfest, ne? Wartet mal. Wartet mal, Burschi. Ich komme. Also, ich bin Spieler. Was hat er? Bah. Boah! Ja. Ich komm mit, ich will mitspielen! Lass mich mitspielen! Juhu! Ja. Nichts wie weg! Neben dir, juhu! Hinter dir, juhu! In mir, juhu! Das wird lustig in der nächsten Kurve, das wird Mord und Totschlag. Ich hab keine Ahnung, wo da die Bremspunkte sind. Ich auch nicht. Oh, nicht in mir. What is it? Da ist es nicht. Ich hab's genau gesehen, der Jake hat dich abgeschossen. Oh. Ja, davor schon, Nico. Ja, ja. Das hat mich berührt. Ja. Da geht er selbst schreit. Ah! Oh Gott, das ist so viel Scheiße. Da bewerten wir es wieder von 1 bis 10, wie gut uns die Strecke gefällt und überlegen, ob wir sie in unser WM mit reinhauen. Hallo Jockel. Regen ist halt immer so eine Geschichte. Ich glaube Jake auch. Regen ist halt immer so eine Sache, da werden die Strecken wahrscheinlich eher schlechter abschneiden. Boah, Alter, ich komm gar nicht zurecht. Ich finde halt gerade, dass der Einschlag, so wie damals bei dir mal in Melbourne war, mit ganz wenig kmh und schon habe ich Loch im Reifen. Alles weg, okay. Ansonsten ging das jetzt eigentlich erstmal. Schön kurzzeitig mit euch beiden, ne? Nicht gefallen. Aber jetzt ist natürlich nichts mehr hier zu machen. Nur noch durchgereicht und krieg keine Kurve mehr. Alter, ich dreh mich nur, ey. Au. Oh.
Mach Green. Hallo Jake, Dreh, guck mal. Schön gemacht. Hab ich dasselbe wie du, oder? Das ist schon mal eine 10 von 10. Ich bin in die Mauer gerast. Bin in die Mauer gerast. Oh, das ist auch schön. Ja, haltet sie alle auf, ich komme. Albuquerque war doch nicht so schnell. Es ist unsere 22. Strecke in etwa. Echt? 19. Oder 9. Ja, ich sowas halt. Aua! Es ist unsere 50. Aufnahme heute. Also. 19. Der Albuquerque hat sich gebomst. Ich schnapp ihn mir! Jetzt reicht's dann langsam. Ach, ich bin zu langsam. Ich komm nicht weit. Die Schnauze voll vom Bumsen. Ich hätte mal wieder Lust, ein bisschen zu bumsen, Telefonbuch. Also, ich dachte, dass ich 22 Aufnahmen habe von Race 07. Naja, wer weiß, vielleicht hast du schon wieder das heimlich gefilmt hier. Ja, vielleicht das auch. Weg. Oh Gott. Oh Gott. Das habe ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe dich gar nicht gesehen, ich habe deine Eckströme fliegen gesehen. Ich habe dich gar nicht langfahren. Habe dich gar nicht reinlaufen gesehen. Ja, Joker mit Loch im Reifen besser als ich. Ja. Juhu, ich wäre echt auf Trockenreifen unterwegs. Ah, okay. Ja, aber auf Regen ist das ja auch nicht. Nee, ich hab den Regen eingestellt, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Oh! Der Jake, glaube ich, auch nicht. Ah! Ich hab nicht die geringste Kontrolle. Er lässt mich einfach liegen. Auf Wiedersehen. Ich hab oh mein Gott, ich warte auf dich, Jürgen. Ich hab mir doch gedacht, das ist alleine Fahrt. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Ich bin mir nicht so sicher. Hängt's bei dir? Ich komm kein. Ich glaube, der Reifen ist völlig ab. Ach, vorne links und vorne rechts mittlerweile ist schon. Es ist. Mein Gott! Oh Gott, ich musste gerade mit 6 km/h mich hier wirklich aus dem Kies befreien. Also ich würde die Strecke nicht gut bewerten. Macht mir keinen Spaß, aber wie gesagt, das kann auch am Regen liegen. Bei mir lag es jetzt einfach an der fahrerischen Unfähigkeit. Und halt, dass diese eine Stelle da mir gleich den Reifen abgeschossen hat. Aber ich gebe der Strecke noch ein paar Minuten. Warte, Jake, ich fick dich weg. Oh, mein Gott. Warte, Jake, ich fick dich weg. Ja, jetzt voller Rotze. Oh Gott, Jake! Aua. Mann, oh. Ich muss dich ausweichen, den Pupskopf da und in die Mauer gefahren. Schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefällt, wenn ihr noch nicht kotzen müsst. Also ich finde den Fun-Faktor schon wieder sehr erregend. Was war das denn auch? Variante. Was, Marianne? Variante. Erregender Fun-Faktor. Ja. Also ich glaube, den hat man ja in den letzten Folgen zur Genüge. Ich sag nur brüllen. Ich glaube, da kommt der Valvo. Ach komm mit. Oh oh. Also ein bisschen behindert fahren kannst du noch fahren, okay. Also ein bisschen. Es sieht aber mein Bein nicht gerade sehr fahrtauglich. Ah! Die kommen ja schon wieder gleich. Was passiert, wenn ich jetzt hier so lang fahre? Das war ja Angst, nicht gleich. Hui! Okay, ich strecke. Ah, kriegst du schon mal wieder eine kleine Aufwertung? Das sind schöne Hügel. Das ist schön, nimm das! Fährst du in die andere falsche Richtung?
mitkommen. Und auf einmal geht's schon viel besser. Ich krieg die Kurven auf einmal wieder. Oh, scheiße. Boing, jetzt ist mein Reifen weg. Ja, nehmt es meistens nicht zu ernst, Leute. Also ich glaube, ihr habt wenigstens eine Runde von der Strecke gesehen. Oder den ganzen Rumgedrehe. Ich bin so ein bisschen behindert. Also ich habe nur noch einen funktionierenden Hinterreifen. Das ändern wir gleich. Au. Mir gefällt die Fresse da auf der Tür nicht. Das bin ich. Immer schon zwei. Die Tür muss ab. Ja, die Haube ist auch bestimmt schon. Na ja, okay, schaffen wir es dann auch bald. Nein. Ich kugel mich da durch die Gegend, dann fickt mich der Jack einfach weg, ja, ohne einfach mal mich zum Essen einzuladen, ja, wie zu Burger King oder so eine Scheiße. Ach. Wieder zu einem leckeren Stammdöner. Y. Aua! Au! Kitzelt doch wieder. So, jetzt machen wir das Ganze rückwärts. L'Ono du Rün rückwärts. Anodo rück. Dem Kardella nicht fick ich noch. Ey. Mua. Na, öfter hier. Das ist aber voll gemein. Oh yeah. Da kommen sie gleich wieder, da kommen sie gleich wieder. Auf jeden Fall eine an sich kurze Strecke. Genau, wir stellen uns einfach so nebeneinander auf. Ja, ich bin hier um zu terminieren. Jetzt kommt schon her. Keine Manieren, jetzt gibt's Terminieren. Du kommst mit, Domchik. Dein Leben ist vorbei, so wie du es kanntest. Aua. Ah, hier voll für die Sponsoren. Ey, der Mitball ist der Geist. Aua. Ich will mich einfach wegschieben. Aua. In meiner Karre sich zu anzustellen. Sauber vorbei, schön. Whee! Aua! Erfahren ist das jetzt hier nicht. Also ich sag mal eine 4. 6,5. Kommt da der Jake angedüst oder was? Dann stehe ich hier und singe, da kommt glaube ich ein da kommt der erste gleich an, da kommt der erste an, den bumsen wir noch mal. Jawohl, den nehmen wir noch mit hier. Hallo, erster. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ah. Der muss sterben. Ich kann ihn nicht halten. Ich kann ihn nicht halten. Da haut's mir noch die Soße raus. Jake, welche Benotung gibt's von dir? Und
aus dem Auto beim Shit! Oh. Wirst wahrscheinlich den Beißler mega gefahren, die Strecke. Ja, die nehme ich und sehe meine Grand Prix-Sammlung. Oh, ich verfehle gerade alle. Kann man dir nicht mehr angucken. Ja. Au. Stau im Au. Gucken wir mal noch die Doubles hier an. Na, der Baylor steht beim Fahnenstänger und rammelt ihn gerade von hinten ordentlich durch. Na. Hui! Aber wie wäre als Funstrecke ein Sieg mit diesen Sprüngen da, die man hier machen kann an der Seite? Da kann man schön von Ena, von hier zum Beispiel, wieder zur Start ziehen. Und? Ja! Jetzt nimmt dabei der Fahnenstrecke, wenn ich ihn ordentlich durch. Von vorn und von hinten. Oh Mann. Weltklasse. Ich halte es ab, die Lufe. Die Idioten. Sollten ja langsam mal hier Start und Ziel kommen. Ja, ja, winken. Hallo, ja, hallo. Oh, Glock führt ja mittlerweile nicht mehr Wehrlein nach. Ist ja schade. Hat ein Arschloch das andere abgelöst. Ja, so ist es gewesen sein. Ja, der Glock muss dann auch über die Ziellinie kommen, oder nicht? Damit wir hier auch noch einen ordentlichen Abschuss haben. Das war La Neu du Rhin 2010. Bilzheim, Frankreich. Die Bedingungen waren feucht. Ich war es auch. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass wir das nicht im WM-Kalender sehen werden. Auf jeden Fall, die Strecke könnten wir uns vormerken, zumindest für Fun-Zwecke. Sollten wir uns da mal mit begnügen. Oh yeah. Also auf der Fun-Faktor-Gala, so weit unten. Vielleicht eine 8. So, na gut, dann war's das. Mit dieser Folge und der Strecke 2010. Vielen Dank an Valo. Gerne. Und an Jake. Ich denke auch. Der immer noch das Fahrenschwenkermännchen ordentlich durchbüllert. Und wahrscheinlich gerade noch am Handy rumspielt. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Kommentiert fleißig in die Kommentare. Wie ihr die Strecke fandet. Ich bin jetzt schon fertig. Das ist erst die erste Strecke. Ja! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Kann denn wer schießen, bitte?